Lieben, herzlich willkommen zu diesem Food Haul. Nicht wundern, ich drehe das jetzt ausnahmsweise mal im Büro, weil dein Papa gerade in der Küche kocht und es ist ein bisschen laut mit dem Dunstabzug und weiß das ich was. Und ich bin gerade vom Einkaufen gekommen und habe gedacht, dass ich euch die Sachen hier im Büro zeige. Im Endeffekt ist es egal, wo ich stehe. Ich war heute einkaufen und wer vielleicht mir auf Instagram folgt, weiß, wer das nicht tut, kann das natürlich gerne hier machen. Miss Diana Diamanta. Aber wer, wie gesagt, wer mir halt nicht folgt, der weiß vielleicht nicht, dass der Papa nicht mehr vegan sich ernährt. Der hat ja, habe ich ja auch in diesem Video erklärt, der Papa, der probiert das mal mit für mich, aber der, also für mich, der hat das einfach so freiwillig mitgemacht. Aber der hat jetzt aufgehört, vegan sich zu ernähren, weil er ein bisschen Probleme hat mit seiner Bauchspeicheldrüse. Die war ein bisschen übergast und das muss man sich jetzt aktuell anschauen lassen. Weil, ja, er darf jetzt halt keine Hülsenfrüchte und sonstiges mehr essen. Das ist ja in einer veganen Ernährung halt sehr, sehr wichtig, viele Hülsenfrüchte zu essen. Weil die halt sehr viele, ja, Proteine haben. Und deswegen isst der Papa jetzt halt wieder ganz normal Fleisch. Aber nicht ganz normal, normal wie früher. Sondern schon ein bisschen anders, ein bisschen bewusster auf jeden Fall. Aber ich werde euch auf jeden Fall heute jetzt gleich alles zeigen, was ich gekauft habe. Das ist ein Flexitarian Food Haul, also nicht vegan, aber auch nicht nur Fleisch, sondern ein Mix, ne? Weil wir alle verschieden essen. Ich esse vegan, der Patrick möchte auch vegan essen, aber die Michelle, die Lara und die Luisa, die essen ganz normal wie bisher weiter Fleisch. Ich koche zum Mittag was Veganes, der Papa am Abend dann was mit Fleisch, also das haben wir so für uns irgendwie, hat sich so für uns irgendwie routiniert und eingespielt und es funktioniert ziemlich gut. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich würde mal sagen, ich starte hier in den Food Haul. Ich habe hier ganz viele Tüten. Ausgegeben habe ich fast 200 Euro, also 180 Euro ohne Getränke, also nur Essen. Und ich fange mal an, also ich zeige euch mal Kartoffeln. Also ich habe 5 Kilo Kartoffeln gekauft. Ich habe hier die vorwiegend festkochenden genommen von der Marke Clever. Ja, wir essen sehr viele Kartoffeln, ist mir aufgefallen, vor allem jetzt in letzter Zeit, seitdem wir uns ja auch mehr oder weniger nicht mehr so viel Fleisch essen, essen wir dafür viel mehr Kartoffeln. Dann habe ich hier eine Tüte, fangen wir mit der größeren an. Wir haben Chips gekauft, Tortilla Chips. Chips sind ja meistens sowieso, ich weiß nicht, meistens sind Chips ja eh vegan. Im besten Fall, man muss halt immer drauf lesen. Nicht jeder hat das vegane Zeichen drauf, aber das ist nicht schlimm. Einfach nur lesen, dann kann man es eh sehen. Und ja, Chips essen wir alle sehr gerne. Ich habe hier Tortilla Chips von der Marke Santa Maria. Die gesalzene. Aber zwei nicht genommen, oder? Keine Ahnung. Dann habe ich hier ganz, ganz leckere Äpfel von Ja Natürlich. Das sind Gala, knackig und süß. Und ich finde es so cool, dass die auch in Papier eingepackt sind. Dann haben wir Bananen mitgenommen. Ganz wichtig, wir essen, also die Kinder und auch wir Erwachsenen essen total gerne Bananen. Dann haben wir Jumpies mitgenommen. Die sind Vegetarier geeignet. Also die sind gar nicht vegan, aber vegetarisch. Wahrscheinlich, aha, die haben Milchbestandteile. Also das ist voll witzig. Bei Chips ist es immer total verschieden. Man muss aber wirklich drauf lesen. Und ja, Jumpies mit Paprikageschmack essen die Mädels total gerne. Dann habe ich hier eine Packung Milchschnitte. Davon haben wir zwei mitgenommen. Die Lara liebt Milchschnitte und die Luisa liebt auch sehr Milchschnitte. Für die habe ich das mitgenommen. Dann habe ich hier Bio-Frankfurter für die Kinder. Einfach ja, so zum Braten. Die mögen total gerne Frankfurter. Und wie gesagt, also ich kaufe jetzt Fleisch, aber schaue darauf, dass es wirklich sehr gute Qualität hat. Und das ist von Ja Natürlich aus biologischer Landwirtschaft. Biologisch gefüttert und artgemäß gehalten. Natürlich kann man sich darüber jetzt streiten. Gibt es natürlich immer Pro und Contra, aber da wir für uns beschlossen haben, die Kinder nicht vegan zu ernähren, also nicht zwingend, sondern dass sie sich das selber aussuchen dürfen. Und der Patrick hat sich das selber ausgesucht, er hat selber diese Entscheidung getroffen, weil den anderen möchte sie einfach nicht vorgreifen und die sollen das dann einfach entscheiden, wenn sie selber so, wenn sie das möchten einfach. Und zurzeit geben wir ihnen einfach ganz normal Fleisch wie bisher. Also nicht mehr, wie gesagt, nicht mehr so wie bisher, aber oder auch nicht mehr so viel. Und wir schauen halt drauf, was wir kaufen. Ja, dann habe ich Melanzani mitgenommen. Da habe ich, glaube ich, 4 Stück, aber aktuell habe ich nur 3 gefunden. 3, also 4 Melanzanis. Wir machen immer diesen Auberginensalat, also diesen Melanzani-Salat, was der Papa, also der macht den immer. Und der schmeckt wirklich super lecker.
Dann habe ich so Baby-Tomaten gekauft, süße Sophie, die habe ich für die Michelle mitgenommen. Die isst ja immer gerne in ihrer Lunchbox zu ihrem Brot dann die Tomaten. Dann habe ich was ganz Süßes gefunden, schaut mal, das sind so Snack-Äpfel aus der Freiermark und das sind so kleine Baby-Äpfel drin. Ganz viele kleine Baby-Äpfel, fand ich einfach so süß, deswegen habe ich die mitgenommen. Ja, einfach nur Äpfel in Kleinformat, aber fand ich süß, deswegen habe ich es hier gekauft. Dann habe ich hier diese Dr. Oetker Vega Creme. Ich glaube, das ist sowas wie eine Sahnecreme. Sowas wie eine Creme Fraiche, genau. Also eine vegane Creme Fraiche von Dr. Oetker, die habe ich mitgenommen. Die ist in der Kühlabteilung und bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Das kann man ja zu verfeinern von Soßen, ich glaube Suppen auch, oder? Suppen, Soßen, Pfannengerichte oder für Dips und ja, Vega Creme. Richtig cool. Dann habe ich auch so ein Toastbrot mitgenommen. Und wisst ihr was? Ich habe nicht gewusst, dass dieses Toastbrot vegan ist. Erst als ich es gelesen habe. Auf jeden Fall für die Kinder, also die... Ich probiere ihnen auch ab und zu Vollkornbrot reinzuschmuggeln in die Außenbox. Aber öfters essen sie mir halt, oder lieber essen sie mir das. Und da bin ich einfach manchmal einfach auch so, dass ich sage, Hauptsache sie essen etwas. Dann, was habe ich hier noch? Dann habe ich so einen Dinkel gekauft. Das ist so, ja, wie soll ich das erklären? Das ist so ein, wie ist ein Buchweizen, ne? Oder heißt das so Buchweizen? Ich glaube sowas in der Art. Und das kann man auf jeden Fall, habe ich so ein echt cooles Rezept gefunden mit Dinkel. Also ein veganes Rezept, da habe ich echt Bock drauf. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das schmeckt. Ich habe schon sehr lange kein so ein Weizen, so Buchweizen gegessen. Gerichte mit Buchweizen so. Dann habe ich hier auch ein Brot gekauft. Das ist so ein... Ich weiß gar nicht mehr, was ist. Auf jeden Fall einfach so ein Vollkornbrot. Das habe ich auch für mich mitgenommen. Dann habe ich für mich, oder besser gesagt mehr oder weniger eigentlich für den Patrick, diese vegane Schinkenspickerwurst mitgenommen. Einfach nur für die Jause in der Schule, damit der auch nicht immer nur Hummus oder irgendein Aufstrich oder was auch immer ist, sondern auch mal sowas hat und das schmeckt wirklich gut. Also das, ihm schmeckt das total lecker und da steht halt Veganer, Schinkenspicker mit Grillgemüse. Wir haben uns da durchprobiert und da muss ich sagen, die sind nicht alle lecker. Also so diese Ersatzprodukte sind manche ein bisschen mäßig im Geschmack, aber das war gut. Dann habe ich auch braunen Zucker gekauft von unserer österreichischen Wiener Zuckermarke. Und ja, da habe ich diesen braunen Zucker mitgenommen zum Backen und für ein Rezept. Dann habe ich Karotten mitgenommen. Gelbe Karotten habe ich auch mitgenommen. Dann Pastinaken. Ich habe einfach so quasi, anstatt ein Suppengrün zu kaufen, habe ich halt einfach diese Sachen vollständig gekauft. Sonst kann man das ja immer so in kleinen Varianten auch kaufen. Aber da habe ich halt das mitgenommen und irgendwo, da muss eine Sellerieknolle sein. Dann habe ich auch Gurken mitgenommen, die in Plastik eingetütet sind. Don't hate me. Die österreichischen waren leider schon ausverkauft. Und ich brauchte aber unbedingt Gurken. Habe ich mir gedacht, ja, nimmst du das halt ausnahmsweise mal die spanischen Gurken mit. Dann habe ich auch für die Kinder noch so ein Monte mitgenommen. Einmal dieses normale mit der Schokolade oder Kakao. Und dann habe ich das mitgenommen, das ist so mit Milch, also wahrscheinlich so Creme, also mit Milchcreme, mit weißer Milchcreme, also ob es eine farbige Milchcreme auch geben würde. Aber ja, die habe ich für die Kleinen zum Naschen gekauft. Dann habe ich dieses Brot mitgenommen, das ist so fluffig und so soft, deswegen habe ich es unbedingt für uns zum Frühstücken mitgenommen. Dann Avocado. Da habe ich die mitgenommen. Das waren, ja, die haben, glaube ich, ziemlich viel gekostet, weil, keine Ahnung, die Avocados, wenn man da Bio-Avocado nimmt, das sind die meistens immer ein bisschen teurer als die anderen. Aber dafür haben die eine bessere Qualität. Dann habe ich auch was zum Naschen mitgenommen. Da haben wir Bugles mitgenommen. Die sind ja auch vegan. Und wir haben halt Paprika und Original mitgenommen. Die natürlich mit Cheese sind natürlich nicht vegan, aber vegetarisch, also nur so, falls es irgendwen interessiert. Dann Babybel habe ich mitgenommen für die Kinder, für die Lara hauptsächlich, weil die fragt immer nach Babybel. Und da war ein gratis Kiri dabei, jeweils.
Ja, dann habe ich dann auch Fleisch für den Papa mitgenommen. Und zwar, schaut mal, ich habe hier ein, was ist ein, ja natürlich Bio-Schweinefleisch vom Strohschwein. Mal so, vielleicht könnt ihr das dann auch lesen. So, könnt ihr das lesen. Also vom Strohschwein, das ist ein ziemlich gut gehaltenes Schwein, das hier auf Stroh lebt und so weiter. Und ja, das habe ich mitgenommen, das ist geschnittenes Schweinefleisch. Das wollte der Papa übrigens haben, weil er kocht gerade was. Moment. Papa, dein geschnittenes Schweinefleisch. Bleiben wir dann gleich beim Schwein, beim Fleisch. Ich habe auch dieses Bio-Weide-Jungrind mitgenommen. Das ist so ja, Gulaschfleisch, oder besser gesagt so ja, Rinderfleisch, geschnitten in kleinen Stücken. Da ist das Kilo 13,99 €. Also ist es schon ein teurer. Weil früher habe ich, glaube ich, 9,99 € gezahlt. Wenn man ein bisschen drauf achtet und vielleicht nicht so oft Fleisch isst, dass es auf jeden Fall auch für die Gesundheit sehr, sehr gut sein kann. Ich meine, ich habe für mich den Weg gefunden, dass ich jetzt kein Fleisch mehr essen möchte, aber jeder kann es ja machen, wie er will. Also ich erkläre mich dann immer wieder, weil ich weiß, dass es halt, weiß ich, manche Leute dadurch angegriffen fühlen, aber ich will niemanden angreifen. Ich zeige euch lediglich halt nur, dass das wir konsumieren und wir... Uns geht's gut damit, deswegen ist es okay, oder? Was sagt ihr? Ja, schreibt doch mal unten in die Kommentare, ob ihr... Sorry, mein Zopf nervt mich ein bisschen. Aber schreibt mir gerne auf jeden Fall unten mal in die Kommentare, wie ihr das so findet oder wie ihr das bei euch zu Hause handhabt. Esst ihr alle gleich oder versucht der oder der irgendwie anders zu essen? Das ist irgendwie spannend. Manche stellen sich das immer so schwer vor, aber wir finden es eigentlich gar nicht so schwer. Also wir haben uns einen guten Weg dadurch reingemunkelt mit allen. Ja, dann zeige ich euch meine absolute Lieblingsmilch. Also diese Milch, die möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Egal, ob ihr vegan seid oder nicht vegan seid, probiert die wirklich mal aus. Das ist eine Milch, die man bei der normalen Milch, also in der Frischeabteilung, also diese Milch findet man im Kühlabteilung, deswegen steht auch hier frischer Haferdrink. Und das ist gar keine Barista-Milch oder dergleichen, aber diese Milch schäumt. Also, da braucht man sich gar keine Gedanken machen, falls man sagt, ja, ich möchte aber meinen Milchkaffee trinken mit heißem Milchschaum. Sie schäumt, auch wenn ich Barista draufsteht. Das ist aber die leckerste Milch. Ich habe mich durchprobiert durch alle, wirklich viele, viele Milchschaum, also Ersatzmilch gekauft. Und das ist für mich, mein Geschmack, mein persönlicher, der allerbeste. Die Joja, die kaufe ich jetzt immer nach. Ich kaufe da immer so zwei. Die Kinder trinken auch ihr Müsli, also ihren Cornflakes. Mit trinken, sage ich, sie essen ihr Müsli, ihr Cornflakes mit dieser Milch. Ich habe auch die Kokosmilch probiert, die schmeckt mir persönlich jetzt nicht so gut. Ja, die Kinder fanden sie okay, aber die Hafermilch ist auf jeden Fall die viel, viel bessere Milch aus meiner Sicht. Da habe ich, glaube ich, zwei davon mitgenommen. Ja, und dann habe ich diese Milch auch mitgenommen, die wollte ich unbedingt ausprobieren. Die Alpro Haselnuss, vor allem besser gesagt mehr oder weniger, der Patrick wollte die ausprobieren, weil ihm schmeckt die zwar auch, aber er wollte mal durchtesten und deswegen haben wir diese Haselnuss mitgenommen, weil ich gehört habe, dass die Alpro Haselnuss sehr lecker sein soll und ich habe davon drei mitgenommen, weil es gerade so eine Aktion gibt bei Merkur, wenn man 2+1 gratis, deswegen habe ich dann drei mitgenommen. Und hier ist nochmal so eine Hafer-Joja, eine frische Milch. Ja, dann nochmal die Milchschnitte, die ich schon vorhin gezeigt habe. Wir haben zwei Pakete mitgenommen. Dann wollte die Michelle unbedingt diese Ramen, diese chinesischen Ramen-Nudeln, kennt ihr das? Das sind so, ja, einfach nur Nudeln mit irgendwelchen Geschmackspulvern drinnen. Und der Michelle schmeckt das aktuell total gerne, deswegen habe ich hier da so welche mitgenommen. Dreimal Chicken. Ja. Dann habe ich auch für mich und den Patrick so einen Simply Wee, das ist so ein Frischkäse, der ist sehr lecker. Fokus? Ja, also dieser Simply Wee Frischkäse, da gibt es einen mit Kräuter und einen so normalen, sehr lecker. Man würde gar nicht glauben, dass das nicht, also dass es vegan ist, sondern man würde glauben, dass es als Milch gemacht ist. Dann noch einmal Paprika Jumpies. Ah, und dann hat sich der Patrick einen Honigersatz gewünscht, deswegen haben wir diesen Reissirup gekauft. Er wollte den mal ausprobieren. Agavendicksaft habe ich auch schon mal probiert, schmeckt eigentlich auch sehr gut, aber der Patrick wollte Reissirup. Deswegen haben wir den Alnatura Reissirup mitgenommen. Dann habe ich auch noch so eine Joja Hafer Cousine, das ist so wie sowas wie eine Sahne.
kennt man bestimmt, Sahneersatz. Und ja, da habe ich schon viele Marken durch, von Alnatura oder das. Da schmecken mir eigentlich alle, aber ich wollte mal die von Joja probieren, weil ich jetzt aktuell so ein Joja-Fan bin. Ja, weiter geht's. Für die Kinder habe ich noch ein Maxi-King mitgenommen. Dann habe ich auch für die Kiddies eine Streichwurst mitgenommen. Dann eine Ketchup-Flasche von Heinz. Das ist unser liebster Ketchup, deswegen kaufe ich immer Heinz Tomaten-Ketchup. Einfach der beste Ketchup, den es gibt, meiner Meinung nach. Dann habe ich auch so Sonntagsbrötchen mitgenommen. Die sind, also da steht jetzt kein veganes Zeichen drauf, aber wenn man es sich durchliest, ist da nichts drinnen, wo man glauben sollte oder könnte, dass das irgendwas Tierisches ist. Deswegen habe ich es auch für mich und den Patrick mitgenommen. Da steht halt nur, kann Ei, Milch und Soja enthalten. Wenn das aber draufsteht, heißt es meistens nur, dass in dieser Fabrik auch Produkte mit Ei, Milch und Soja verarbeitet werden. Das steht ja meistens, glaube ich, nur drauf für Leute, die extrem super allergisch sind oder so. Deswegen habe ich zwei Pakete mitgenommen. Ich liebe diese Sonntagsbrötchen. Ich finde, es gibt nichts Leckeres, wenn man am Sonntag mit der Familie so ganz spät frühstückt. Oder Brunch, und dann macht man sich so ganz leckere, warme Brötchen. Erinnert mich auch ein bisschen an meine Kindheit. Dann, Moment, ich nehme das mal schon zum Schuss. Dann habe ich so Schuss Paprika. Ja, eine Sellerieknolle, Knolle habe ich auch gekauft. Ich habe euch erzählt, dass ich Karotten gekauft habe, dann die Pastinaken und Karotten und dann das, weil ich mir gedacht habe, ja, wir essen so viel Suppe in letzter Zeit, deswegen ist es immer so schade darum, immer alles so einzeln zu kaufen. Diese Tüte verabschiedet sich gerade, sehe ich. Auf jeden Fall habe ich hier Paprika gekauft. Ich habe nämlich ein echt cooles Rezept gefunden. Ich möchte nämlich jetzt auch selbstgemachten Hummus machen. Und da war so ein Rezept mit Paprika und das hat sehr... Oh, ich habe Süßkartoffeln vergessen. Nein, Mist. Weil ich habe auch ein Rezept mit Süßkartoffeln. Jetzt habe ich mich gerade erinnert, dass ich die Süßkartoffeln vergessen. Aber egal. Vielleicht fahre ich nochmal los, mal schauen. Auf jeden Fall, ja, drei Paprikas. Dann haben wir hier eine vegane Mayonnaise. Hier. So schaut die aus. Diese Marke hatten wir noch nicht probiert, Sauce and Dip Mayo. Aber ich habe eine andere Marke probiert, Vega Vita Mayonnaise. Und die schmeckt so lecker. Wisst ihr, die schmeckt wie die Sour Cream von McDonald's. Und wenn ihr die Sour Cream von McDonald's gut findet, dann findet ihr diese Mayonnaise wahrscheinlich auch super lecker. Und ich vermute, dass die wahrscheinlich ähnlich schmecken wird, weil genau dieselben Inhalte drinnen stehen. Auch für den Papa ein Fleisch wieder vom Strohschwein mitgenommen. Das sind so, wie heißt das? Shopsteak vom Strohschwein. Wie genau diese kleinen Stücke Fleisch, Schweinestücke Fleisch, kann ich reden. Dann habe ich der Sophie auch was mitgenommen, und zwar so Suppenknochen, also so Rindknochen. Und da habe ich mir gedacht, dann gebe ich der Sophie einen, die freut sich. Dann habe ich hier noch zwei, ja natürlich, Aufstriche gefunden. Bei den mit Bio-Aufstrich Mexiko und dann noch Gemüseaufstrich. Und das Witzige ist, da steht nicht vegan drauf, aber es ist vegan. Also ich habe auf jeden Fall dazu gelernt, auch so viele Videos und andere Sachen, denen, also anderen Leuten, denen ich folge. Es steht nicht immer überall das Vegan-Logo drauf, aber man muss einfach, wie gesagt, nur lesen. Und wenn man da liest, dann sieht man einfach, dass es einfach nur aus pflanzlichen Produkten besteht und ja, es eigentlich dann automatisch vegan ist. Aber die Firmen sind ja nicht dazu verpflichtet, das Vegan-Logo überall aufzuprinten. Und ja, deswegen einfach mal lesen, wenn man sich dafür interessiert. Und ja, so viel dazu. Dann habe ich hier noch die vegane Pommersche Leberwurst gekauft. Ich sag's euch, die schmeckt so gut. Na, was ist, wo ist der Fokus? Hier. Hier. Also, die vegane Pommersche mit Schnittlauch. Also, das ist quasi so eine Fleischwurst. Nein, nicht Fleischwurst. Wie heißt's? Streichwurst. So, Streichwurst. Auf Basis von Erbsen und die schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Also kann ich euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr die mal testen wollt. Die schmeckt so, so gut. Der Pate schmeckt total lecker und auch für ihn habe ich das genommen, weil für die Mädels habe ich quasi diese da und für ihn habe ich diese da. Ja, dann haben wir noch Oliven gekauft. Ich finde, habt ihr schon mal Hummus mit schwarzen Oliven gegessen? Ich habe es mal in einem Restaurant gegessen, vor sehr langer Zeit und seitdem esse ich Hummus nur mehr mit schwarzen Oliven. Das schmeckt einfach so lecker. Müsst
müsst ihr ausprobieren. Schmeckt wirklich sehr gut. Dann habe ich auch Kichererbsen gekauft, da ich Hummus machen möchte selber. Und habe mir halt deswegen, ja, Kichererbsen gekauft. Braucht man ja, ne? Nein, ich bin dabei. Knapp. Ja, dann haben wir hier noch was nicht veganes. Und zwar habe ich einmal Bio-Rauchschinken, auch wieder für die Kinder, zur Jause mitgenommen. Und Salami, weil mich die Lara öfters nach Salami fragt, habe ich hier halt wieder eine Salami mitgenommen. Aber wie gesagt, ich schaue halt drauf, dass das Bio ist. Bei uns ist ja natürlich eine Biomarke, sehr hochwertig. Und da steht auch Strohschweine, leben im Stall mit Freilauf und viel Stroh. Ein Streu, fand ich cool, deswegen habe ich das mitgenommen. Und auch wieder ein Jahr natürlich Käse für den Papa, der wollte den essen. Ja, und dann habe ich hier nochmal ein Bio-Edelkarree. Das gleiche, gell? Nein, das ist was anderes. Auch so ein Schinken, wie der andere halt. Und für mich und Patrick noch einen Aufstrich, einen veganen von Vegavita, Avocado-Hummus. Ja, wollte ich mal ausprobieren, habe mich noch nie so dran getraut. Aber ich liebe Avocado und ich liebe Hummus, deswegen wird der mir auch schmecken. Und hier ist unser dritter Alpro Haselnuss. Und ein bisschen was habe ich noch und dann bin ich eigentlich eh schon fertig, weil hier ein großer Einkauf. Habe ich gesagt, wie viel gezahlt habe? 180 Euro mehr ausgegeben, falls ich es nicht gesagt hätte. Ja, ein großes Jumbo-Baguette haben wir mitgenommen. Noch eine Chips-Tüte, diesmal mit Chili. Habe ich ja ganz am Anfang gezeigt. Diese Chili, diese Tortilla Chips, dann Schoko Fresh für meine Mädels, meine Naschkatzen. Dann habe ich eine Packung Rucola Salat gekauft. Ich brauche das für ein Rezept und ich liebe Rucola Salat. Mögt ihr Rucola Salat? Der schmeckt so würzig. Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr den noch nicht getestet habt. Der ist so lecker, vor allem auf Flammkuchen oder Pizza. Mega gut. Dann habe ich hier auch zweimal Kokosmilch gekauft. Kokosmilch verwende ich hauptsächlich als Sahneersatz und in vielen Gerichten oder in Süppchen oder zum Curry, wenn ich jetzt ein veganes Curry mache. Super lecker. Dann habe ich mir auch ein Tahin gekauft. Das ist ein Sesammus, Sesampaste. Brauche ich für den Hummus. Dann habe ich auch noch eine Dose Kidneybohnen von der Marke Alnatura mitgenommen. Ja, Bohnen esse ich ja aktuell sehr, sehr viele. Ich mag ja Bohnen total gerne, deswegen liebe ich ja die vegane Küche. Die vierte Melanzane, die ich vorhin gesucht hatte. Und dann habe ich hier noch zweimal Tomaten, Bio in Plastik, aber das ist Bioplastik, das kann man nämlich so, wie es ist, dieses zersetzbar. Das fühlt sich ein bisschen auch anders an, dieses zersetzbare Plastik. Auf jeden Fall zweimal Tomaten. Und als letztes habe ich in meiner Tüte ein Babyspinat, aber ich hatte, glaube ich, zwei mitgenommen. Ja, mal gucken, vielleicht habe ich es verloren oder habe ich es schon vorhin gezeigt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Babyspinat brauche ich für eins meiner veganen Gerichte, die ich kochen werde, die ich mir aufgeschrieben habe. Und ja, falls ihr wollt, dass ich euch mal mitnehme, also dass ich das abfilme, so vielleicht fünf vegane Mittagsgerichte für euch abfilme, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich kann auch vielleicht mal fünf vegetarische machen und fünf Mittagsgerichte, so ganz normal, weil das haben wir schon echt lange nicht mehr so ein Video gemacht, wo ich koche. Und es macht mir auch Spaß, deswegen, ja, wie gesagt, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen, ob ich so ein Video mal drehen soll. Fünf vegane Mittagsgerichte, fünf vegetarische oder was auch immer. Könnt ihr eure Wünsche unten reinschreiben. Ja, ich hoffe, das Flexitarian Food Haul, hat euch gefallen. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen, meine Lieben. Wir sehen uns dann beim nächsten Video.